Was hast du mitgebracht? Also ich habe zum Beispiel mitgebracht den kleinen Prinzen. Mhm. Ein sehr schönes, schon ausgelaugtes Bändchen. Genau, habe ich auch schon gebraucht, geschenkt bekommen. Warum der kleine Prinz? Warum hast du mitgebracht? Also den kleinen Prinzen, das hat mich total beeinflusst, gar nicht in der Kindheit, weil ich kannte den in der Kindheit gar nicht. Ich habe den auch nicht von meinen Eltern zum Beispiel bekommen, sondern habe den erst später von einem Mädchen geschenkt bekommen, mit dem ich zusammen auch so eine gewisse Affäre hatte. Und da ist aber nie was draus geworden. Trotzdem ist das hängen geblieben, weil es eine sehr enge Beziehung war und daraus auch eine enge Freundschaft entstanden ist. Und der kleine Prinz ist ja auch, sage ich mal, sehr stark auf diese Materie enge Freundschaft gemünzt und überhaupt Freundschaft und was das Leben auch für einen Sinn hat. Und ich glaube, das hat mich schon stark beeinflusst, dass man in so einem kurzen und kleinen Buch so viel sagen kann. Mhm. Ist toll, ne? Auf wenigen Seiten ist eine ganze Welt aufgeschlagen, der sich niemand entziehen kann. So eine schöne Widmung drin. Das ist das Schöne an Büchern, ne? Dass man macht eigentlich auch noch kaum Leute, dass sie da noch Widmung reinschreiben. Meistens kriegt man die original verschweißt in die Hand gedrückt. Genau, ja. Hast du da lange dran gelesen? Hast du es gleich verschlungen? Oder? Ja, das habe ich gleich verschlungen. Also das, also gar nicht dran gelesen, sondern habe das wirklich in einem Zug durchgelesen und habe später dann auch gerne nochmal gelesen, habe das jetzt auch als Hörbuch. Also weil ich auch gerne Hörbücher jetzt höre, kommt zwar nicht so oft dazu, so meistens dann eben, wenn ich mal ein bisschen früher ins Bett gehe, dann höre ich mir nochmal eins an und das ist eins davon, von denen, die ich mir jetzt gekauft habe. Und das hast du seitdem immer dabei. Als Student bist du ja sicher dauernd unterwegs. Du warst auch in Brüssel, hast du glaube ich studiert, in mehreren Städten. Das hast du immer dabei gehabt? Also genau, das habe ich in Bremen, wo ich angefangen habe zu studieren, habe ich das geschenkt bekommen und habe es dann auch immer mitgenommen nach Brüssel und jetzt nach Berlin. Und also es ist ein ständiger Wegbegleiter gewesen. Sehr schön.